Guten Morgen, leibhimmlischer Vater, im Namen Jesu, komm ich nach dir und ich danke dir für deine Gnade. Ich danke dir für diesen neuen Tag. Ich danke dir für das, was du für uns am Kreuz gekauft hast, Herr. Und ich bete dich, dass wir das erkennen, dass wir das lernen zu nehmen im Glauben, Herr. Das bete ich in Jesus' Namen. Amen. Jesus hat alles betont, was wir brauchen am Kreuz. Ich verstehe das vorher nicht, warum es das so schwer ist, dort im Glauben zu nehmen, wann Jesus das gekauft hat. Und ich glaube, dass jetzt viele Menschen sagen, Jesus hat dir das gekauft, das ist doch für uns. Und die Wahrheit, das zu nehmen, ist uns ganz vertrauen, darauf zu sagen, was er am Kreuz getan hat. Und dort leid viel wie vorher. Das sagt in Jesaja 53 von Vers 4. Dabei war es unsere Krankheit, die auf sich nahm. Erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Also die Krankheit hat er gedrückt. Das bedeutet, wenn er die gedrückt hat, dann sie wie bei einem Heilung fingen. Dann hat er das betont, er hat dafür gelebt, er hat das gekauft. Wir dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn, so dachte die Menschen zu der Zeit. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. So dachte die Menschen, aber dass wir alles für uns. Dass wir für unsere Sünde, dass wir für unsere Leiden, dass wir für unsere Krankheit. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünde wurde er durchbohrt. Da betont er für unsere Sünde. Die Bibel sagt, er nahm den Schuldschein, was uns traf. Er wurde für uns bestraft. Und wir haben einen Frieden mit Gott. Also dadurch, dass Jesus dort für uns betont hat, habe ich Frieden mit Gott. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud alle unsere Schuld auf. Er wurde misshandelt, aber duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zum Schlachttag führt. Also Jesus hat dort alle gedrückt für uns. Jesus hat unsere Sünde gedrückt. Er hat unseren Schuldschein gedrückt. Er hat unseren Anfried gedrückt, dass wir wieder Fried haben. Tjene mit Gott. Er hat die Krankheit gedrückt, dass wir bei einem Heilung finden können. Er hat die Beziehung zu Gott wieder hergestellt, wo er ganz kaputt war. Aus dem Vorhang im Tempel 2, reitoriert Lukas 23 von Vers 45, dann zerriss im Tempel der Vorhang vor dem Allerheiligsten von oben bis unten. So was passiert da? Der Zugang zu Gott ging wieder auf. Dass Jesus Christus habe ich Zugang zu Gott. Dass Jesus Christus habe ich dort alles, was er gekauft hat. Und Vater und Mutter macht ihre Zehner geben, was er gekauft habe. Kreuze macht Gott seine Zehner, die wird er vertrauen auf am Seite. Dort geben, was Jesus am Kreuz gekauft hat. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das verstehen, dass Jesus dort gekauft hat. Jesus hat dort betont. Jesus hat für unsere Sünde betont. Jesus hat unseren Schuldschein betont, wie wir verloren ab immer, wenn unsere Sünde, die ewige Welt wacht ab uns. Über dem Schuldschein hat Jesus betont und uns frei gekauft von der Sünde, wenn wir uns vertrauen ab uns hatten. Jesus hat den Anfried, was in unserem Hort wir. Waschenummer. Jesus hat also verwandt worden
am dort wie bei Arm Heilung finden von alle Krankheiten. Und Jesus hat dort betont, das steht klar in der Bibel. Kreuz ist, wie das ich glaube, ihr Rat war. Schrieb ich, und das ich glaube, Heilung bei Arm. Himmlischer Vater, ich bete, dass wir alle das verstehen. Und dass wir dort wirklich im Glauben einen Anspruch nehmen, was du für uns um Schritt gekauft hast. Herr, dass wir das verstehen und dass wir das wirklich nehmen können. Das bete ich in Jesus' Namen. Amen. Ich wünsche dir einen schönen Tag.